Herzlich willkommen zum 11. Extremwetterkongress. Wir befinden uns in der Session Wissenschaftskommunikation und an dieser Schnittstelle arbeitet eben auch Özdim Terli. Beim ZDF als Wettermoderator ist er dort unterwegs und wir sind jetzt zugeschaltet. Wenn das technisch alles klappt, dann sollte das funktionieren. Er ist wahrscheinlich in einem Zoom-Meeting und wir suchen noch nach ihm. Wir suchen noch das Zoom-Meeting, in dem er ist. Oder er ist gerade live auf Sendung. Ist irgendein Eisberg abgebrochen, den wir verpasst haben, dass er da jetzt ganz schnell dabei sein muss. Hallo, da ist er. Hallo Özdim, einen wunderschönen guten Morgen von uns. Du kannst uns hören? Ja, ich hör dich gut. Hervorragend. Also du hast Sonne von links, du sitzt am Fenster und du hast freundliches Wetter in Mainz. Ich habe freundliches Wetter, ja, die Sonne scheint, aber das ist hier ein abgeschlossener Raum und das ist alles deine Interpretation, lieber Frank. Moderierst du heute oder hast du einen freien Tag? Was hast du heute noch vor? Ich habe heute Verschiedenes. Ich bin nachher auf Facebook live mit einem Wetterbericht. Ansonsten stelle ich heute am Nachmittag dann die Karten her für die verschiedenen Sendungen und bin eher im Hintergrund aktiv und nicht im Vordergrund, bis auf das Facebook eben. Und wenn du unterwegs bist heute im Tagesverlauf, dann wirst du vielleicht ja auch wieder einen Tweet absetzen oder im Social-Media-Bereich unterwegs sein. Es gibt vielleicht eine Nachricht, die dich bewegt, die Menschheit bewegt und die du dann auch postest. Und dann ist es ja nicht immer so, dass du danach gute Freunde hast. Du hast ja auch ganz viele, aber manchmal wird man auch angefeindet. Und wenn du magst, gib uns mal ein bisschen einen Eindruck, wie du das erlebst, wie du damit auch umgehst mit der Resonanz, die du bekommst, die ja nicht immer nur uneingeschränkt positiv ist, weil eben auch, wie wir das eben schon gesehen haben in dem Vortrag von David, ja auch Menschen unterwegs sind, die mit dem, was wir hier wissenschaftlich erarbeiten, in dieser Form nicht einverstanden sind. Ja, in der Tat. Zunächst einmal bin ich nur auf Twitter unterwegs, weil ich konzentriere quasi meine Zeit nur auf ein Medium. Mehrere kann ich nicht bedienen. Und auf Twitter haben wir den großen Vorteil, dass viele Wissenschaftler da unterwegs sind, Journalisten und auch Politiker. Und so hat man eine sehr große Bandbreite und findet einen guten Austausch mit Menschen, die quasi sich für den Klimaschutz einsetzen oder quasi ihre Ergebnisse veröffentlichen und man hat einen direkten Kontakt. Also in erster Linie ist erst einmal Twitter sehr positiv und ich finde das enorm gut, weil ich wüsste nämlich nicht, wie man sonst sich derart vernetzen könnte. Und seit gut 2018, seitdem die Fridays for Future unterwegs sind, hat sich auch die Stimmung verändert. Vorher war das in der Tat ziemlich schwierig. Erstens hatte ich weniger Follower und dadurch auch eine geringere Bandbreite auf Twitter. Und es gab natürlich immer wieder Versuche, einen Shitstorm auszulösen, quasi eigentlich von außen dann gesteuert. Also quasi das, was ich im Fernsehen in den Wetterberichten gezeigt habe, Klimafakten, ja, das Naheliegendste, was ein Meteorologe machen kann, in dieser Zeit, mitten in der Klimakrise, ist es das Normalste der Welt, dass man das macht. Und das gefiel natürlich einigen Leuten nicht. Und die haben dann versucht, Kampagnen zu starten, haben Artikelchen geschrieben, so nenne ich das mal, ja, zum Denunzieren halt, meine Person oder die Wissenschaft an sich, die Fakten zu denunzieren. Das läuft immer noch. Also das ist nicht etwas, was irgendwie abgenommen hätte. Aber was sich geändert hat, ist das Momentum der Klima-Community. Also einerseits sind da sehr viele Aktivisten und ich sag's mal, die Fridays haben ja recht, solange sie sich auf die Klimafakten beziehen, sind sie im Recht, ja? Wenn sie sagen, die Erde heizt sich auf, weil wir so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre pumpen, dann ist das nun mal ein Fakt. Und dann ist es auch so, dass man diese jungen Menschen auch unterstützen kann. Das ist eine große Community. Dann die Wissenschaftler, die werden auch immer lauter, weil gerade die Wissenschaftler sind an erster Stelle, die quasi sehen, wie sich das alles verändert und reden darüber und sie werden auch lauter. Oder es sind ganz viele Journalisten, die auch diese Problematik mittlerweile erkannt haben. Und das ist ein Netzwerk. Und so ist es schwieriger geworden, einen Shitstorm gegenüber jemanden aufzubauen, der quasi Klimafakten kommuniziert. Also davon profitiere ich ganz klar und ich bin auch froh darüber. Und ich muss sagen, die Followeranzahl der einzelnen Wissenschaftler, Journalisten und Klimaaktivisten, die läuft sich ja mittlerweile, wenn man das alles zusammenrechnet, in viele, viele Millionen, ja.
Das ist deutlich mehr als manch eine, sage ich mal, ja, eine rechtskonservative Zeitung mit vier Buchstaben versucht da irgendwelche Kampagnen zu starten, wie die Bild-Zeitung das zuletzt versucht hat mit Machen Wetterfrösche Klimawahlkampf oder Wahlkampf im, mit Klimatabellen. Das ist ein ganz klarer Versuch, quasi Journalisten mundtot zu machen. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Und vor allem, wenn man da das mal ein bisschen überlegt, für wen machen wir denn da Wahlkampf? Also für die Regierung, weil letztendlich hat ja eine unionsgeführte Regierung ja das Pariser Abkommen unterzeichnet. Also ist ein bisschen unklar, wo das Ganze hinläuft, aber man sieht, man versucht einfach nur irgendwie Druck zu machen, dass diese Fakten nicht da landen, wo sie hingehören, in die Öffentlichkeit. Und das geht schon seit Jahren. Und ja, man kann auch kurzen Schwenk in die Vergangenheit machen. Das ist ja nun absolut nichts Neues. Die Ölindustrie hat ja mit ihrer Propaganda schon in den 90er Jahren ordentlich mitgemischt und versucht, die entstehende Klimawissenschaft quasi immer zu entgegenzufeuern und quasi Lügen zu verbreiten. Das ist ja auch Gegenstand von einigen Gerichtsurteilen beziehungsweise Prozessen so, weil sie eben genau wussten, worum es geht, und sie haben trotzdem die Klimawissenschaft quasi angegriffen. Und dieses permanente Feuern gegen die Wissenschaft, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, das ist eben nichts Neues und das hält auch noch heutzutage an. Kürzlich war es ja so, nach der Flutkatastrophe, dass sich quasi Klimaleugner in Wetter, nicht in Wetter, in Talkshows setzen und sagen, das hat nichts mit der Klimakrise zu tun, was natürlich haarsträubend ist. Und muss man vielleicht auch mal drüber reden, was mit False Balance ist, einfach quasi da Experten hinzusetzen und jemanden, der einfach keine Ahnung hat und genau das Gegenteil behauptet. Das ist ja ein Problem, was nicht nur bei den Klimawissenschaften ist, aber sehr stark ausgeprägt auch in den letzten Jahren so war, in den letzten Jahrzehnten. Wir sehen es bei Corona. Virologe Drosten hat sich auch mal dazu geäußert, dass er sich über dieses False Balance ziemlich gewundert hat. Also es ist sehr komplex. Gibt viele Widerstände, aber ich muss auch sagen, mein Thema ist ja hier jetzt Wissenschaftskommunikation in Social Media. Es gibt auch enorm viel Feedback. Ich will jetzt nicht damit quasi deine Frage beantworten, nur diesen Leuten so viel Raum zu bieten. Man kann sich dem nicht entziehen, man muss sich wehren, ganz klar. Also mit der vollen Followerschaft und mit dem Klimanetzwerk, was es ja im Prinzip gibt. Aber es tut sich auch eine ganze Menge, also innerhalb der Gesellschaft. Projekte überall, die versucht werden, voranzubringen. Und ich habe heute noch ein sehr interessantes Interview mit Brigitte Knopf im Deutschlandfunk gehört, die ganz faktisch klarstellt, was eigentlich zu tun ist. Und sie ist ja auch Beraterin der Bundesregierung. Und finde ich hochspannend. Die Lösungen sind da. Man muss sie halt einfach nur umsetzen. Und vielleicht noch zwei, drei letzte Sätze dazu. Wir haben ja auch gar keine Wahl. Ne? Also wir müssen es ja machen, wir müssen es umsetzen. Die Klimakrise schreitet rasant voran und wir wissen das alle hier in diesem Rahmen, brauche ich das, glaube ich, nicht weiter auszuführen. Es gibt da überhaupt nichts dran quasi zu rütteln, dass das nicht vorwärts gehen muss. Und das wird spannend sein, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht. Ja, vielen Dank, Özdem. Hast du denn das Gefühl, dass wenn eine solche Reaktion kommt, also ein Tweet von dir kritisiert wird, dass es auf der anderen Seite aber auch wieder eine Gegenreaktion gibt? Also kommt dann auch die Community und sagt dann, also das ist ja nur alles großer Quatsch, was da jetzt dagegen geschrieben worden ist, lass uns mal auf der Faktenseite bleiben. Also hast du das Gefühl, es gibt auf beiden Seiten, also zumindest auf der Klimaseite der wissenschaftsbasierten Kommunikation, dann auch starke Gegenreaktionen? Ja, allerdings. Also es gibt Wissenschaftler, die dann mit einspringen, weil man kann ja verschiedene Sachen einfach nicht stehen lassen. Vor allem, wenn sie dann tatsächlich wie eine Kampagne aufgezogen werden, von wegen die Klimawissenschaft wird verfälscht. Das war mal so ein Titel. Das ist natürlich kompletter Unsinn, weil ich die Hockeystick-Kurve von Professor Michael Mann gezeigt habe. Also da muss man schon, ich sag mal, Eier in der Hose haben, um den anzugreifen. Aber gut, ich führe das nicht weiter aus.
da springen dann auch Wissenschaftler mit ein, die quasi dagegen schießen. Und das ist auch gut so, weil man kann diese Sachen so nicht stehen lassen. Man muss dagegen reden, man muss klare Kante zeigen. Wenn wir das nicht tun, überlassen wir das Feld den Leuten, die quasi diese Desinformation streuen. Und dafür ist das Thema zu wichtig. Es geht hier um die Existenz unserer Lebensgrundlage. Das ist so ein großes Thema, dass man es nicht den Leuten überlassen kann, die Nebelkerzen werfen, um ihre eigene Agenda durchzuziehen. Und übrigens, interessanterweise werfen ja solche Leute dann uns, den Kommunikatoren, den Wissenschaftlern, eine Agenda vor, wobei sie ja selber eine haben, die ja sehr offensichtlich ist. Hast du das Gefühl, es ist immer ein kleiner Kreis und der gleiche Kreis, der schreibt, wenn du etwas sagst, was du ja mal, bist ja auch mit Stefan Ramsdorf häufig im Gespräch und wenn Stefan was schreibt, dann hat er manchmal ähnliche Reaktionen und andere aus unserer Community natürlich auch. Also hast du das Gefühl, es kommt immer eher von der gleichen Ecke, also weißt, kannst du dich schon drauf verlassen und sagst, jetzt habe ich das geschrieben, jetzt warte ich mal eine Viertelstunde, ob ich den Kaffee noch schaffe, aber spätestens, wenn der Kaffee nur noch bei 42 Grad ist, dann werden die sich melden. Also ich muss sagen, ich diskutiere mit Hardcore-Klimaleugnern einfach nicht mehr. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Die Fakten sind schon auf dem Tisch seit Jahrzehnten, einige, ja, oder sogar seit Jahrhunderten, also dass Kohlendioxid eine Auswirkung auf die Erhitzung bzw. auf die Temperatur hat, das wissen wir ja schon seit dem 19. Jahrhundert. 1876, Mantarinius. Darüber diskutiere ich einfach nicht mehr. Also ich muss sagen, solche Basics, wenn mir so jemand kommt, der wird geblockt, ganz knallhart. Denn wir müssen auch wissen, dass wenn man mit solchen Leuten eine Diskussion anfängt, wird das ja bewertet, ja, und dann wird das von Twitter quasi auch positiv bewertet. Man darf diesen Leuten keine Reichweite geben. Was ich aber mache, ist durchaus Leute, also Menschen, die in der Gesellschaft sind, ja, die Unsinn erzählen über Klimafakten. Da halte ich natürlich gegen, weil die haben eine gewisse Reichweite und auch eine gewisse Position. Das können Politiker sein, das können auch Journalisten sein, wer auch immer. Wer Unsinn erzählt, Fakten quasi versucht zu verwässern, der muss quasi damit rechnen, dass er auch gefragt wird, wie er das denn meint. Ja? Und braucht man eigentlich nur ein paar Fragen zu stellen und da liegen die Leute eigentlich schon quasi, haben keine Antworten mehr darauf. So, und das mache ich durchaus. Und vor allem Respekt vor Stefan Ramsdorf, der ja seit Jahrzehnten das macht. Und der macht das fantastisch. Und ich kann nur sagen, bitte, liebe Wissenschaftler, liebe Kommunikatoren, Meteorologen, geht mit in diese Diskussion, geht rein und macht es einfach. Und ich meine, es gibt ja die Scientists for Future und da sieht man ja auch, da sind etliche Wissenschaftler, die sich engagieren und auch mittlerweile öffentlich auftreten, ihren Mund aufmachen und sich äußern. Man muss nur den aktuellen Feed quasi angucken, was derzeit getwittert wird von den Scientists. Da ist eine ganze Menge dabei. Also es wird immer schwieriger, sich auch dagegen zu wehren, also gegen Klimafakten. Denn wir sehen das ja, was da draußen passiert. Das können wir einfach nicht mehr leugnen. Und wenn da jemand kommt und quasi die Flutkatastrophe rigoros ablehnt, dass das irgendwas mit der Klimakrise zu tun hat, dann ist das ein Leugner. Denn er leugnet die physikalischen Zusammenhänge. Und das muss man auch ganz klarstellen. Ja, das hat dann eben tatsächlich manchmal auch fast religiöse Züge und da hat es dann eher, es ist eine Glaubensfrage, da hat dann manchmal die Faktenbasis eben gar keine Rolle mehr zu spielen. Fragen hier aus dem Saal? Jawohl, da hinten gibt es eine Frage und wir haben Fragen aus dem Auditorium. Ja, genau. Wir wurden nämlich gefragt, inwiefern Sie eine Veränderung in der Stimmung oder der Dynamik und auch in den Inhalten bemerken können, jetzt so kurz vor der Bundestagswahl, ob das irgendwie vielleicht aufgeladener ist, die Spannung. Also jetzt speziell, das merke ich jetzt nicht direkt an den einzelnen Äußerungen. Natürlich gibt es die üblichen Versuche, Beleidigungen und so weiter und Versuche, eine Agenda zu unterstellen. Das gibt es eigentlich immer. Jetzt vor der Bundestagswahl, wie gesagt, also das Spannendste oder das Abgedrehteste war eben diese Bildgeschichte mit dem Wahlkampf quasi, dass wir Wahlkampf mit Klimatabellen machen. Und man muss ja überlegen, ich wüsste nicht, wann ich überhaupt eine Tabelle gezeigt habe. Meistens sind das die Grafiken vom Copernicus-Satellitenprogramm und nicht vom irgendwelche Klimatabellen. Da wurde sich auch überhaupt gar nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Es war einfach nur mal rausschießen oder die krasseste Überschrift, die ich gelesen habe, Wetter als Waffe.
Das muss man sich mal überlegen. Ja. Bezogen auf meine quasi Klimakommunikation. Und ich meine, hey, wenn ich auf den letzten Monat schaue und zeige, so und so war quasi der Juli, der war zu warm und in Europa vielleicht ein bisschen zu kühl und so weiter. Wenn man darauf hinweist, wenn man diese Fakten quasi mal aufzeigt, wird das als eine Art Waffe angesehen? Also ich meine, wie abgedreht ist man denn da? Also das ist ja, keine Ahnung, ich habe keine Antwort darauf. Aber wenn es solche Artikel gibt, dann merke ich schon, dass entsprechend dieser Vorgabe, dieses Artikel, unreflektierte Leute dann bei mir landen und versuchen, irgendwas dann, keine Ahnung, Beleidigungen oder irgendeine Diskussion auszulösen. Aber ganz klar, ich blocke sie sofort. Darf ich da direkt einmal einhaken? Mich würde persönlich sehr interessieren, wie Sie die Klimakommunikation von PolitikerInnen jetzt so kurz vorm Wahlkampf bewerten würden. Also wie da die Parteien so aufgestellt sind. Nicht, dass Sie sich jetzt irgendwie parteipolitisch positionieren müssen, aber dass Sie vielleicht einmal einschätzen, wie gut informiert tatsächlich die Kommunikation der Parteien ist. Ja, also ich mische mich in den Wahlkampf nicht ein. Ich bin auch, das wird mir unterstellt, in eine oder andere Richtung. Ich bin da neutral. Nur diejenigen, die Fakten auf den Tisch legen, die haben natürlich recht, ne? Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich habe eben über die Fridays geredet. Solange sie auf der Seite bleiben, solange sie auf der Seite der Fakten bleiben, haben sie recht. Und das gilt genauso für Politiker. Das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also wie das geframed wurde, war ja, was waren die Themen? Es war Verzicht, ja. Wir werden darauf verzichten müssen. Irgendwann kam die Diskussion mit den Spritpreisen auf. Total haarsträubend, muss ich sagen. Also wenn wir die Existenz unserer Grundlage der Spritpreisen entgegensetzen, es ist komplett absurd. Ja? Was gab es noch? Also, es gab so einiges, was einfach nicht dem gerecht wurde, was diese Problematik tatsächlich ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich habe jetzt keine konkreten Vorschläge gehört, wie wir denn jetzt in den nächsten Jahren das fortsetzen werden. Und diese nächste Regierung ist ja, die nächsten zwei Regierungen vielleicht so gerade noch, die das Pariser Abkommen in irgendeiner Form noch einhalten können oder sagen wir mal noch annähernd einhalten können. Zumindest die nächste, das ist extrem wichtig. So, egal wer regiert, ja, also keine Parteipolitik hier, egal wer die Wahl gewinnt wird, sie werden sowas von viel Arbeit haben. Und wenn sie das nicht angehen, keine Ahnung, wie dann die Reaktionen diverser Gruppen der Fridays und so weiter. Also ich denke man, noch ein Satz dazu. Wenn es nicht zu weiterem Klimaschutz kommt, wenn wir das quasi nicht wenn wir da nicht loslegen, so wie Brigitte Knopf heute gesagt hat, quasi die zweite Stufe der Rakete zünden, dann wird es extrem schwierig, vor allem die nächsten Generationen auch dabei zu behalten. Ne? Also man muss sich ja nur überlegen, es sind ja nicht nur die Fridays, es wachsen ja nun die Kinder heran, also die Kinder jetzt im Kindergarten oder in den Grundschulen, die fragen die gleichen Fragen wie die Fridays. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie sich die Politik das vorstellt, wie die Zukunft aussehen wird, aber wenn wir die jetzt abhängen, wo geht's, also erweiterte Gedanken, wo geht's mit unserer Demokratie hin? Wie kriegen wir das weiter mit der Wirtschaft hin? Denn die anderen Länder, die sind voll dabei und geben Gas und wir machen nichts. Wie soll das funktionieren? Also, wir haben noch eine Frage aus dem Saal. Gerne. Ja, moin, Carsten Haustein hier. Wir haben mal getwittert, hey, vielleicht moin. Erinnerst du dich. Und es ist schön, mal hier eine wirklich erfrischende Stimme zu hören aus dem Mediensektor. Und meine Frage wäre so ein bisschen, also erstmal übrigens danke natürlich für deine Arbeit, Wissen hatte ich dir auch schon kommuniziert. Das ist super, weil das lieber Carsten, gab es früher tatsächlich nicht. Und ein bisschen ist das auch der Kontext meiner Frage. Die Kollegen sind ja vielleicht auch ein bisschen skeptisch oder konservativer. Das sehen wir auch in der Wissenschaft. Gibt es die sagen, ich weiß gar nicht, Herr Klause, irgendjemand von den Professoren gestern, dass er eher nicht so gern auf dieser Aktivistenseite steht. Du bist ein Aktivist, zumindest gefühlt. Journalist und ich könnte mir vorstellen, viele sehen das jetzt nicht so easy. Auf der anderen Seite habt ihr Meinungsfreiheit. Und vielleicht noch anschließend, es gibt ja sogar in eurem eigenen, sagen wir mal, Senderverbund noch ein paar Leute, Thomas Globig, so ein Name, der mir immer negativ auffällt, die ja nun auch auf der anderen Seite stehen. Hast du da irgendwie kommunikativ so ein Feedback bekommen von denen oder versuchst auch vielleicht, was so mit Leuten wie Globig so angeht, Kommunikation zu haben?
Also ich fange mal umgekehrt an. Also so wie du es jetzt gefragt hast, Thomas Globig, ich kenne ich von früher und ich wundere mich eigentlich, dass er nicht, dass er die Klimafakten nicht so annimmt, wie es die Wissenschaft quasi kommuniziert. Ich weiß es nicht. Wissenschaftlich ausgebildete Meteorologen, die meisten jedenfalls, die bemühen sich schon um eine Kommunikation in diese Richtung, dass Klimafakten eine Rolle spielen. Und ich wehre mich sehr vehement dagegen, lieber Carsten, dass ich ein Aktivist bin. Das bin ich eben nicht. Ich versuche aufzuzeigen. Ich arbeite journalistisch, ich zeige die Fakten auf. Natürlich bin ich auf Twitter sehr engagiert, denn wie soll man denn das Berufliche, die Ausbildung, die wissenschaftliche Ausbildung, die berufliche Arbeit, wie soll man die denn vom Privaten eigentlich noch trennen? Ich versuche selbstverständlich, mich für den Klimaschutz zu engagieren, denn es ist ja, wir müssen auch verstehen endlich mal vielleicht, dass Klimaschutz nicht irgendein Thema ist, ja? Dass die Klimakrise alles überlagert, alle Bereiche, in denen wir leben und auch in Zukunft immer stärker überlagern wird. Denn wenn wir das einmal endlich kapieren, dann gehen wir vielleicht auch anders an die Sache dran. Und ja, also der Aktivismus, dieser Vorwurf, der kommt ja immer wieder auf. Die Frage ist natürlich, warum kommunizieren andere Meteorologen weniger über Klimafakten? Wieso drehen wir diese Frage nicht einfach mal um? Denn das Thema bzw. die Realität, die ist ja so. Ja? Das müssen wir jetzt nicht noch weiter in Frage stellen. Aber warum reden andere Meteorologen nicht darüber in der Art? Ich meine, es gibt ja andere. Es gibt ja zum Beispiel Carsten Schwanke, viele Grüße, wenn er zuschaut, den Markus Watzak vom ORF und hunderte weitere Meteorologen weltweit, die in ihren Wetterberichten ganz klar auf die Wetterextreme hinweisen, auf Klimafakten hinweisen. Jeff Berardelli, ein Star am Wetterhimmel, sage ich mal, der das permanent in seine Sendungen einbaut, weil es eben das Gebot der Stunde ist. Wir leben in der Klimakrise, wir haben diese Wetterextreme und da irgendwie das nicht zu tun, das ist die halbe Geschichte. Also wer das nicht macht, erzählt nur die halbe Geschichte. Vielen, vielen Dank, Özdem, und vielen Dank auch, dass du so aktiv bist. Ich habe tatsächlich selber gar keinen Twitter-Account, was daran liegt, dass ich das überhaupt alles gar nicht mehr schaffen würde und man mir erstmal genau erklären muss, wie das alles funktioniert. Das können wir beim nächsten Wein dann in Mainz mal ausklabüstern. Da kannst du mir erklären, wie das alles funktioniert, und vielleicht steige ich dann mal an irgendeiner Stelle mit ein. Also Özdem, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute früh, dir eine gute Vorbereitung für die nächsten Sendungen, und wir werden interessiert beobachten, welche Zusammenhänge du zwischen Extremwetter und Klima du dann in den nächsten Sendungen dort bringst und wie vielleicht auch Twitter dann dort wieder reagiert. Also vielen, vielen Dank für deinen Beitrag und ein Applaus aus Hamburg an dich. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Tschüss, Frank.